Viel mehr Spitzenspiel geht überhaupt nicht als SV Muis gegen die Mannschaft der SG Sickels. André Wonig mit seinem Team 9 Sieger aus 11 Spielen mit 28 Treffern, der beste Angriff. Und er, Francisco Martinez, 10 von 11 Spielen gewonnen. Ja, und erst 5 Gegentore kassiert. Auch das ist spitzenmäßig. Schiedsrichter Andreas Henkel, ihm kam eine besondere Rolle zu. Dazu später mehr. Wir gehen gleich rein ins Spiel mit der ersten Szene. Und die gehörte dem SV Muis, weil hier Tobias Henkelmann einen folgenschweren Fehlpass spielt. Dadurch kommt hier Gianluca Götz an den Ball, spielt ihn in die Mitte und da ist Noah Hubel. Das ist die erste Möglichkeit. Johannes Kreis, der Keeper der Sickelser, in dieser Szene dazwischen. Nächste Situation, dann ein Eckball für Sickels. Der wird geschlagen von Marius Zentgraf und wieder Tobias Henkelmann, diesmal in der Offensive. In Aktion knapp am Tor vorbei. Ja, es war ein gutes Spiel hier, ein gutes Spitzenspiel der KOL Mitte, auch wenn die ganz, ganz großen Highlights zunächst noch fehlten. Dieser Fehlpass hier und die nächste Situation für den SV Muis. Noah Hubel, Johannes Kreis und dann legt er hier den Ball noch einmal ab für Gianluca Götz. Und das war ein Platzfehler natürlich. Nächste Chance für die Mannschaft aus Muis. Die nächste Szene, wieder Gianluca Götz. Diesmal am Tor vorbei. Ja, Muis hatte die besseren Chancen und Sickels ging in Führung. Und zwar nach dieser Situation. Wieder Henkelmann, dann kommt der Ball raus und dann kommt von ganz hinten auf einmal Oliver Siegfried. Und er legt den Ball quer für Levi Meusel. Ja, das ist natürlich Spitzenmannschaft. Die erste wirklich dicke, fette Möglichkeit wird genutzt. 1:0 für die SG Sickels nach 39 Minuten. Und dann war Schluss für ihn hier. Andreas Henkel hatte sich verletzt, eine Zerrung. Und in der Halbzeit begann die Suche nach einem Nachfolger. Oh, der kommt gut. Er nimmt ihn direkt und trifft. Zum wiederholten Mal nur die Latte. Ja, will den mal jemand auswechseln? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt doch noch Dirk Gutmann von Holzbau Gutmann. Über was reden die denn da? Und jetzt gehen die auch noch runter vom Platz. Top. Wenn du immer nur die Latte triffst, bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich noch heute und werde Teil des Gutmann-Teams. Ja, 30 Minuten dauerte die Halbzeit. Dann hatte man Milad Hosseini aus dem Hut gezaubert. Der pfeift für den VfL Eiterfeld, wohnt aber in Lauterbach. Um 13 Uhr hatte er das A-Liga-Schlichternspiel zwischen Marklos Schweben und Majos Mernes gepfiffen und war gerade auf dem Weg nach Hause, als ihn der Anruf ereilte. Da bremste er Muis ab und schwupps war er da. Nach 30 Minuten Halbzeit war ein Ersatz für Andreas Henkel gefunden und er hatte ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen zu treffen. Die erste Situation der zweiten Halbzeit gehört Muis, Kopfball von Pitt Kölmer und Alexander Ganz kurz vor der Linie hier. Das war für lange, lange Zeit die letzte scharfe Torschance. Der Sickelser danach spielte fast nur noch der SV Muis. Vor allem er hier gleich wieder. Gleich geht der Ball in die Mitte und da kommt natürlich wieder dieser Noah Hubel. Der machte ein bärenstarkes Spiel und dann dieser Zauberpass in den Fuß von David Sander. Und der rutscht ihm über den Schlappen. Das war die Möglichkeit hier zum 1:1. Und dann eine ganz heiße Situation. 62. Minute, Jan Rummel tritt hier Angel Nazev von hinten in die Hacken und eigentlich dachte man, Rummel kriegt jetzt 10 Minuten. Denn eine Minute vorher hatte er Nazev gefoult und bekam gelb. Ja, aber dann kommt der Ausrutscher von Angel Nazev. Er sagt zwei Worte, das zweite war dicht, das erste beinhaltet die Buchstaben ICK und damit war es rum für ihn. Zwei Worte, die vielleicht eine lange Sperre bedeuten. Fakt ist, am Sonntag gegen FT Fulda wird Nazev definitiv fehlen. Mitte der zweiten Halbzeit, immer wieder Noah Hubel. Dann verliert er hier mal den Ball, aber ihr seht hier ein tolles Kampfspiel. Es wurde kein Meter Raum verschenkt und dann kommt der Ball hier in die Mitte und dann die Chance, der Ball hineingespielt von Elias Christen und Julian Keller kommt in dieser Szene nicht mehr an den Ball. Die Müser, jetzt die bessere Mannschaft, sie drückten auf den Ausgleich. Nächste Situation, das ist Gianluca Gärtner, der passt in die Mitte und dann Achtung, Levi Meusel will den Ball stoppen und er springt ihm wohl an die Hand. Ja, da gibt es diverse Darstellungen, die Sickelser sagen nie Elfmeter, der Schiedsrichter sagt klares Handspiel. Wie auch immer, es gibt Strafstoß und das Duell heißt Alexander Ganz gegen Johannes Kreis. Und dann steht es 1:1 und das war in diesem Moment absolut verdient.
Der SV Germania Mühls in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja, reicht es vielleicht noch, um das Spiel ganz zu drehen? Es sind immerhin noch 20 Minuten zu spielen. Immer wieder dieser Noah Hubel. Auch hier setzt er sich wieder super durch. Doppelpass gespielt und sein Schuss scheitert aber an Johannes Greis. Das war keine große Aufgabe für ihn in dieser Situation. Wir sind in der 88. Minute. Noah Hubel natürlich. Die Müser wollen dieses Spiel gewinnen. Der Ball kommt nach außen. Dann wird er zunächst geblockt. Und wieder hier holen sich die Müser den Ball in Person von Jan Rummel. Der bringt ihn gleich hier in die Mitte. Doppelpass gespielt. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Und dann Achtung, aufgepasst. Der Abwehrversuch, der landet vor den Füßen von Julian Keller. 89. Minute, Pfostenschuss für den SV Mühls. Ja, das war fast der Siegtreffer für die Hausherren. Ja, und so ganz unverdient wäre er nicht gewesen, denn Sickels hatte, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit fast gar keine Torchancen mehr. Bis weit in die Nachspielzeit. 6. Minute der Nachspielzeit. Dieser Fehlpass hier. Und dann marschieren die Sickelser. Pit Kulmer, klasse gespielt hier in dieser Situation von Tim Budesheim. Und dann die Schusschance, aber zu schwach in dieser Situation von Marc Petruschke. Aber der sollte in der 7. Minute der Nachspielzeit noch eine Chance bekommen. Hier, und jetzt macht er's besser. Und dann hält Nico Wagner den Punkt für den SV Mühls fest. Ja, es war ein spannendes, teilweise dramatisches Spiel am Ende. Gerechte Punkteteilung, 1:1, damit können beide Mannschaften sehr gut leben und Sickels freut sich am Sonntag um 11 Uhr auf das Spitzenspiel gegen FT Fulda.